Hier ist Zeit für Abenteuer. Zeit, um etwas Neues auszuprobieren. Zeit für Freundschaft. Und vor allem ist hier jede Menge Platz. Der Volksgarten im Essener Stadtteil Krai. Mitten im Ruhrgebiet liegt diese 10 Hektar große Oase für alle. Doch vor 15 Jahren steht der Park plötzlich vor dem Aus. Ja, die Stadt Essen hatte kein Geld mehr und die Teiche haben stark gestunken wegen der hohen Schlammentwicklung. Das war eine Belästigung für Anwohner und für Spaziergänger. Man wollte die sogar stilllegen und Wiese drauf pflanzen. Der Stadtteil Essen-Krai ohne den Volksgarten? Eine Katastrophe, findet Andrea Out. Sie kennt den Park seit über 40 Jahren. Ich bin alte Kreierin, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe als Kind hier gespielt im Kreier Volksgarten. Und all die Jahre über war der Volksgarten immer unser Herzstück von Krai. Als die Stadt Essen 2009 die Teiche trockenlegen will, ist Andrea eine der Ersten, die sich einer Bürgerinitiative anschließt. Sie will die Natur erhalten und gründet den Naturschutzverein Volksgarten e.V. Und sie schafft es tatsächlich, dass die maroden Teiche wieder aufgefüllt und gerettet werden können. Aber Parkretterin Andrea liegt nicht nur die Natur am Herzen, sondern vor allem die Kinder und Jugendlichen, die hier leben. Als wir damals die Parkpatenschaft übernommen haben, haben wir gesehen, dass dieser tolle Fußballplatz überhaupt nicht genutzt werden konnte, weil er vermüllt war und weil er desolat war. Und da haben wir gesagt, wir müssen was für die Kinder und Jugendlichen hier im Stadtteil tun. Ist ja auch sozialer Brennpunkt hier. Und haben dann viele Gelder akquirieren können durch Spendenaufrufe. 56.000 Euro sammelt Andrea für den Verein. Damit der neue Platz auch von vielen für unterschiedliche Sportaktivitäten genutzt werden kann, lässt der Verein ein Mehrzweckfeld bauen. Das wird jetzt sehr genutzt von Kindern und Jugendlichen und natürlich auch von Vereinen. Und darüber freuen wir uns riesig. Doch für die Kinder wird noch viel mehr geboten. Zweimal im Monat treffen sich die Nature Kids Krai. Der Ökologe Bernhard Demel erklärt den Kindern die Welt der Pflanzen und Tiere und bringt ihnen so spielerisch die Natur nahe. Genau, also hier die Löcher sind alle zugekleistert hier, seht ihr das? Ne? Die haben da überall so Dreck reingeschmiert, aber das ist schon eine Heidenarbeit. Stellt euch so eine kleine Biene vor, ne? Da müsste man schon als Mensch... Deswegen passt die doch rein. Ja, da müsste man nicht nur Schubkarren schieben, da müsste man Lastwagen. Es ist unheimlich wichtig, dass sie einen Bezug zur Natur kriegen, dass sie die Tiere kennenlernen, dass sie keine Angst vor der Natur haben, dass sie Berührungsängste abbauen. Und da arbeiten wir gerne dran. 340 Mitglieder hat der Verein. Davon sind 50 jede Woche aktiv, sowie Bernhard Demel und natürlich Vereinsvorsitzende Andrea Out. Sie arbeitet Vollzeit als Projektmanagerin. Etwa 20 Stunden pro Woche engagiert sie sich zusätzlich für den Verein. Zahlreiche nachhaltige Projekte wurden inzwischen durchgeführt. Nistkästen für Vögel und Fledermäuse gebaut und neue Bäume gepflanzt. Oh, was macht ihr denn da? Wir pflanzen Bäume. Ach, da kommt sogar ein Schild und mein Name steht da später dran. Und somit sind ganz viele Leute noch nachträglich gekommen, die auch einen Baum spenden wollten. Und inzwischen haben wir 65 Bäume hier gepflanzt und jeder durfte auch seinen Namen an seinen Baum platzieren. Der Verein hat es geschafft, dass der Park heute ein artenreiches Gelände mit zahlreichen Biotopen ist. Und jetzt sind die Nature Kids dabei, um das neue Entenhaus richtig auf den Teich zu positionieren. Der Insel, also bei den Stöckern. Ein Schutz- und Aufenthaltsplatz für die Enten. Ja, ja da. Hier ist gut? Ja. Ja, dann lasst meine Gewichte ab. Die Gewichte sind da an den Seilen, damit das Boot, also das Entenhausboot sozusagen, nur einen gewissen Bereich hat, in dem schwimmen kann und nicht davon schwimmt. Und wenn das ein bisschen hin und her schwimmt, ist ja nicht schlimm. Später können die Enten sich hier zurückziehen und auch gefahrlos brüten. Also ich bin total begeistert, dass wir so viele ehrenamtliche aktive Helfer haben im Park, die weitermachen, dass wir noch viele schöne Projekte hier umsetzen können. Das ist für diesen Stadtteil enorm wichtig. Und macht viele Parkbesucher einfach nur glücklich.